So, Freunde, was geht ab? Wir machen weiter mit der dritten Reaction für heute Abend. Und zwar mit dem neuen Song von Bossa. Und zwar Unendlich, der natürlich auch gerade eben rauskam. Ja, wann auch sonst. Ja, Mann, ich habe mich sehr auf den Song auch schon gefreut. Muss aber sagen, ich habe jetzt schon Angst, dass das Video hier gesperrt wird und niemals online kommt oder erst wieder mit Verspätung. Ja, deswegen, also es war immer ein bisschen kritisch bei ihm. Deshalb jetzt halt eben hier auch als drittes für heute Abend. Ich glaube, das wird auch das letzte Video für heute Abend bleiben. Und es kam schon Flair und Rin online übrigens, nur so zur Info. Ja, genau, deswegen. Ansonsten, morgen wird wahrscheinlich auch nochmal was kommen. Da dann oder so habe ich, denke ich mal, geplant. Und ja, ich würde sagen, wir labern nicht so viel, starten rein. Lasst ein Like und ein Abo da gerne und let's go. Okay, das ist sogar von diesem One-Shot-Session da. Das habe ich sogar bei Instagram gesehen, stimmt. Aus meiner Wohnung verließ Hamburg ohne einen Cent und kam zurück nach einem Jahr in einem weißen Benz. Selbe Gegend, anderer Lifestyle, doch die gleiche Gang. Fühlt sich an, als wäre ich einfach. Okay, geile Atmosphäre direkt. Ich wollte schon beim Beat sagen, das wird wieder so ein deeper Beat, so wie bei zum Beispiel Elbe. Ja, das ist auch generell für mich wirklich, was hat er da damals für einen Song bitte gedroppt, ne? Ja, auf jeden Fall auch deepe Vibes hier wieder am Start. Nur kurz eingepennt. Dicker, ich spul natürlich ein bisschen zurück hier. Ich einfach nur kurz eingepennt. Dicker, ich schlaf nur noch am Tag. Irgendwie, als wäre das alles nicht real. Mit dem einen Fuß im Leben, mit dem anderen im Grab. Doch so viel Geld auf meiner Bank, als hätte ich jahrelang gespart. Lass mich nur einmal kurz ins Studio rein. Und ich rap, als hätte ich nur noch eine Minute Zeit. Das Leben, was ich lebe, ist nicht jugendfrei. Mein Lebensstil steht dem Duden gleich neben Suicide. Es könnte besser nicht mehr sein. Oh, okay, nicer Switch, der jetzt hier kommt. Übrigens produziert von Markus Genta, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Video gefällt mir auch gut. Was man immer bei diesen One-Shot-Dingern hatte, waren so Aufnahmen auch im Studio. Finde ich, passt auch gut dazu. Ja, geht jetzt auch nicht so krass ums Musikvideo. Wir lassen auf jeden Fall ein Like hier da. Aber gefällt mir so vom Song her wieder sehr gut. Also es ist halt wieder so ein gefühlvoller Song, wo er auch von seinem Leben ein bisschen was erzählt. Ja, waren nice Lines auch mit drin. Die eine hier mit dem dann wiedergekommen in einem weißen Benz hier. Kann ich jetzt nicht mehr genau zitieren, aber ihr wisst, welche ich meine. Das zum Beispiel fand ich nice und ja, halt auch so Dinge wie, er schläft nur noch tagsüber. Fühle ich irgendwie so ein bisschen. Ich arbeite eigentlich auch sehr viel tatsächlich immer nachts und schlafe dann leider immer sehr lange. Also mein Schlafrhythmus zur Zeit, ey, sprecht mich da nicht drauf an, der ist komplett, einfach komplett RIP. Kommentiert mal, bei wem es auch so ist. Es könnte besser nicht mehr sein. Hauptsache ich bin am Ende nicht allein. Kaufen mir Klamotten, so als hätten sie keinen Preis. Mann, ich glaube, ich hab vergessen, wie man weint. Ist das der Abfall? Oder doch schon das Ende? Ich glaube, der Himmel ist noch nicht die Grenze. Sag mir, ist das der Abfall? Oder doch schon das Ende? Sitz allein in meinem Zimmer. Welche Line auch krass war, ganz kurz, ich wollte jetzt eigentlich nicht direkt, aber sonst vergesse ich es wieder. Zum Beispiel, da war auch irgendwas mit und hoffentlich am Ende nicht allein. Also auch sowas zum Beispiel, ja man, nice, wie soll man das nennen? Diepe Real-Talk-Lines einfach so. Gute Sichtweise, so sage ich mal einfach. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist alles unendlich. Fahre durch die Straßen in der deutschen Limousine. Doch leider habe ich keine Zeit für Freunde und Familie. Und hast du plötzlich Geld, benehmen sich Leute so wie Tiere. Als wird auf deiner Stirn stehen, es gibt heute umsonst Kredite. Ring mit meinen Jungs ab im Heizungskeller. Fühlte mich immer wie ein scheiß Penner. Ich hab Geburtstage gehasst. Heute schenkt mir Sigi zu meinem 30. eine Skydweller. Gott sei Dank hab ich bis heute überlebt. Sonst hätte ich das alles. Auch hier, was ist das für eine geile Location, Mann? Sieht mega nice aus. Auch so Beleuchtung her und so, alles so im Grün, na gut, passt natürlich zu Jägermeister dazu, also was soll man auch erwarten, genau wie Orange letztendlich auch, aber ja Mann, Video ist auch cool, ich weiß nicht, wir können mal ganz schnell schauen, von wem das ist, das habe ich jetzt vorhin gar nicht weiter beachtet, Video Benny030, achso stimmt, das stand auch da, ja. Nie gesehen, es ist gut wie es ist, es muss nicht immer lustig sein, denn ein Stern kann nur leuchten bei Dunkelheit, es könnte besser nicht mehr sein. Hauptsache ich bin am Ende nicht allein. Kaufen mir Klamotten, so als hätten sie keinen Preis. Mann, ich glaube, ich hab vergessen, wie man weint. Ist das der Anfang? Oder doch schon das Ende? Ich glaube, der Himmel ist noch nicht.
Also ich finde, ich finde die Hook vielleicht sogar einen Ticken zu ruhig. Man hätte da vielleicht ein bisschen noch, oder ich hätte mir was Emotionaleres vielleicht gewünscht, wobei das halt natürlich auch immer von Song zu Song verschieden ist, auch wie man es rüberbringen will und wie sich es halt anbietet. Aber ich finde einfach, muss ich nochmal ansprechen, bei Elbe hat er das halt gezeigt, wie krank er die Emotionen einfach da mit reinpacken kann. So. Und das kann er, finde ich, auf eine Art und Weise, ich würde fast schon sagen, wie kein anderer. Aber ich finde, da gibt es nicht viel Vergleichbares. Also nicht viele Leute, die das so können. Und das, finde ich, hätte hier auch gut gepasst. Aber auch so eine ruhige Hook ist natürlich geil. Ich will überhaupt nichts Negatives oder so sagen. Ist ein geiler Song, zu 100%. Die Grenze, sag mir, ist das der Anfang? Oder doch schon das Ende? Sitz alleine in meinem Zimmer. Es fühlt sich an, als wäre das alles unendlich. Ist das der Anfang? Oder doch schon das Ende? Ich glaube, der Himmel ist noch nicht die Grenze. Sag mir, ist das der Anfang? Oder doch schon das Ende? Sitz alleine in meinem Zimmer. Es fühlt sich an, als wäre das alles unendlich. Okay, nice, Freunde, wir machen hier wieder natürlich einen Cut, damit es nicht wegen dem Beat gesperrt wird. Ihr wisst Bescheid, wie es immer läuft. Das war's hier mit dem Song. Like haben wir da gelassen, glaube ich, vorhin schon, oder? Ja, haben wir da gelassen. Bewertungen natürlich gut bei dem Song, wird safe gut ankommen, das Ding. Kommentiert eure Meinung gerne dazu in die Kommentare, würde mich interessieren. Ansonsten lasst ein Like und ein Abo da. Wir sind auf dem Weg zu 10.400 Abos mittlerweile schon, also danke auch auf jeden Fall an der Stelle. Muss auch mal gesagt werden, Freunde, und dann sehen wir uns. Ja, wie gesagt, ich denke mal eher morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin.